Liebe ZuschauerInnen zu Hause, in der nächsten halben Stunde werden wir Sie mitnehmen auf einen Spaziergang hier über den Markt der Möglichkeiten beim Tag der Hochbegabung. Auf diesem Markt stellen über 30 AusstellerInnen auf ihrem Marktstand ihr Förderangebot dar. Vertreten sind Vereine, Stiftungen, außerschulische Lernorte, Museen, Beratungsangebote und das aus dem ganzen Bundesgebiet. Einige dieser AusstellerInnen werden wir jetzt im Rahmen dieses Spaziergangs vorstellen und interviewen. Und wir freuen uns sehr, dass Sie jetzt auch hier im Livestream einen Einblick in diesen schönen Markt und in den Austausch hier bekommen können. Unseren ersten Halt machen wir bei den Hector Kinderakademien und wir gehen einmal direkt rüber. So, Frau Stang erwartet uns schon. Genau, Frau Stang, freut mich sehr, dass Sie hier heute vertreten sind mit den Hector Kinderakademien. Ganz kurz und knapp, was sind denn die Hector Kinderakademien und welche Rolle haben Sie in der Landschaft der Begabtenförderung? Also die Hector Kinderakademien, das sind ganz besondere Förderorte für Kinder, die besondere Begabungen haben. Und wenn man so jetzt hört, besondere Förderorte, das sind Angebote, die an in der Regel an Grundschulen stattfinden, also an ganz normalen Grundschulen, aber die eben dieses besondere Angebot bieten. Also für Kinder, die, bei denen die Lehrkräfte entdecken, Mensch, die haben besondere Begabungen, dann werden die nominiert von der Hector Kinderakademie. Und wir haben praktisch ein flächendeckendes Netz im ganzen Land von 68 Kinderakademien im Moment, bald kommt die 69. dazu. Und dort können eben die Kinder ein besonderes Angebot bekommen, vor allem im Schwerpunktbereich MINT, aber auch in anderen Bereichen. Okay, super. Da haben wir schon einen schönen Einblick bekommen. Also die Besonderheit wäre quasi noch mal kurz zusammengefasst. Die Besonderheit besteht darin, dass wir wissenschaftlich begleitet werden. Also das Hector-Institut begleitet, evaluiert die Hector-Kinderakademien und gibt entscheidende Impulse, wie es mit der Bildungsforschung in der Praxis aussehen kann, sodass alle Kinder, die besonderes Potenzial haben, dieses auch entwickeln können. Und was ich nicht vergessen möchte, Hector Kinderakademien, warum heißt es eigentlich so? Hector, das sind unsere Stifter, das Ehepaar Hector, das die Stiftung gegründet hat, die uns finanziert, die den Akademien viel Geld gibt jedes Jahr, damit dieser Betrieb laufen kann. Vielen herzlichen Dank, ich bedanke mich. Ja. Genau, von den Grundschulkindern geht es jetzt weiter zu den Kindern ab der 6. Klassenstufe, aber wir bleiben beim Namen und zwar bei der Hector-Stiftung. Folgt mir bitte. Guten Tag, die Herren. Wir sind schon bei Ihnen angekommen. Wir sind jetzt bei den Hector-Seminaren und ich habe hier mit mir den Herrn Lippold und den Herrn Taulin. Und genau, jetzt haben wir auch noch mal die Option, hier die Hector-Seminare im Rahmen von unserem Spaziergang vorzustellen. Und meine Frage an Sie wäre, was zeichnet denn das Förderangebot der Hector-Seminare aus? Was ist das Besondere? Also das, das Angebot der Hector-Seminare zeichnet aus, dass es zum einen neben dem Gymnasium mit Hochbegabtenzug das einzige wirkliche Förderangebot ist, was sich an auf Hochbegabung getestete Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg richtet. Wir haben es leider nur im Regierungsbezirk Karlsruhe eingerichtet, aber wie gesagt, die Hochbegabung wird getestet und ist im Fokus. Natürlich geht es darum, Potenziale zu sichten, weiterzuentwickeln und daraus natürlich Kreativität und Kompetenzen vor allen Dingen zu schaffen. Aber angelegt ist das Hector-Seminar ursprünglich natürlich mit dem Ziel, im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Informatikbereich die Studieneinstiege und auch Studienabschlüsse tatsächlich zu erhöhen. Und wir haben uns seit über 20 Jahren ganz intensiv auf die Fahnen geschrieben, wirklich die Eigenmotivation der Schülerinnen und Schüler zu wecken, in ständig neue Sphären auch der MINT-Fächer eintauchen zu können, weit über diesen schulischen Kontext hinaus. Und damit natürlich auch diese Eigenverantwortung zu stärken. Denn nur wenn ich diese Eigenverantwortung auf der einen Seite im Prinzip habe, dann kann ich auch Hochleister werden, wenn ich diese Eigenmotivation mitbringe und erlerne. Und vielleicht das ganz kurz noch. Wir bauen auf insgesamt drei Säulen. Wie gesagt, die eine Säule sind unsere Schüler, die auf Hochbegabung getestet sind, die allein schon eine hohe kognitive Leistungsfähigkeit mitbringen, Interesse mitbringen. Aber die müssen natürlich abgeholt werden und müssen ständig neu
gefüttert werden. Die andere Säule ist sind die formalen Bedingungen. Wir sind natürlich als Hector Seminar über die Hector Stiftung etabliert. Damit haben wir natürlich Möglichkeiten, auch solche Räume für naturwissenschaftliche Themen zu schaffen. Wir arbeiten mit Institutionen zusammen. Wir unterrichten, wenn man das sagen möchte, beziehungsweise begleiten die Schüler ausschließlich im Teamteaching an 4 verschiedenen Standorten im Regierungsbezirk Karlsruhe. Und das ermöglicht natürlich in der Summe eine ganz enge Begleitung, eine Feedback-Kultur für die Schüler, Rückmeldungen für die Schüler, all das, was wir heute Morgen auch in den Vorträgen schon gehört haben. Dritte Säule sind, und das ist mir gerade in Gedanken noch, dritte Säule sind unsere Kolleginnen und Kollegen, alles verbeamtete Lehrkräfte aus dem MINT-Bereich, allgemeinbildende Gymnasien, die natürlich in besonderem Maße diese Naturwissenschaften leben und zusammen mit Institutionen, zusammen natürlich im Hector-Seminar immer wieder nach neuen Angeboten suchen, um diese Neugier nicht verstummen zu lassen. Vielen, vielen Dank. Das war schon mal eine sehr umfangreichende Vorstellung von den Hector-Seminaren. Was uns aber auch besonders interessiert, ist, wie wird man denn Hectorianer? Herr Taulin, könnten Sie uns vielleicht kurz beschreiben, wie man Hectorianer wird? Also zunächst geht es an die Schulen. Das heißt, die Schulen schlagen uns entsprechende Schülerinnen und Schüler vor. Die werden dann getestet. Das ist ein Test, den Professor Heller damals an der LMU München entwickelt hat, nämlich ein Hochbegabten-Test. Und hinzu kommt noch ein Mathematiktest, den gibt es nicht, den machen wir selber. Und nach diesen Tests werden dann die Schüler aufgenommen. Das heißt, wir haben ja 4 Standorte in Heidelberg, in Mannheim, in Karlsruhe, in Pforzheim. Und jeder Standort nimmt dann etwa 20 Schüler auf. Das sind dann so von den 1000 getesteten Schülern in etwa sind das dann, das sind diese 1000, das sind etwa die 10% Besten an den Gymnasien. Und wir nehmen dann 80 auf etwa, also das sind dann die 1% Besten, die wir kriegen. Hin und wieder haben wir auch mal wieder welche, die dann weggehen. Das heißt, wenn die Kurse dann eine bestimmte Unterzahl unterschreiten, dann in den höheren Klassen, sagen wir Klasse 8, 9, haben wir dann sogenannte Quereinsteiger. Das funktioniert dann anders. Die bewerben sich dann durch ein Motivationsschreiben, durch eine Empfehlung der Schulen. Und wir laden sie dann zu einem Gespräch ein und dann, je nachdem, werden sie aufgenommen oder nicht. Stichwort Gespräch. Vielen herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Austausch hier, eine schöne Zeit. Und wir führen unseren Spaziergang jetzt weiter und werden jetzt die Treppe erklimmen. Es könnte also etwas ruckelig werden, aber ich hoffe, Sie bleiben dran. Wir freuen uns. Kommen Sie mit. So, oben angekommen sind wir jetzt beim Schulpsychologischen Dienst vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Und hier erwartet uns schon Frau Hennchen. Frau Hennchen, schön, dass Sie da sind. Erstmal, gerne. Welche Rolle nehmen denn die schulpsychologischen Beratungsdienste im Kosmos der Begabtenförderung ein? Die Schulpsychologie hat häufig so eine Koordinationsfunktion. Häufig kommen Eltern mit der Anfrage, da ist irgendetwas und dann schaut die Schulpsychologie, was hat denn Schule schon geleistet oder was leistet Schule, was bringt das Kind mit und was können die Eltern zu Hause tun. Und da zu schauen, wo gibt es welchen Bedarf, sind die Bedarfe schon entsprechend bedient worden, wo sind auch die Rahmenbedingungen, was kann Schule leisten, wo fehlt es vielleicht auch noch oder was läuft vielleicht gut und wo braucht es dann eben externe Hilfen. Und ich glaube, das ist eine Expertise, die Schulpsychologie gut leisten kann. Und was würden Sie sagen, warum sind diese Beratungsdienste so wichtig? Weil wir anlassbezogen arbeiten. Wir schauen quasi immer auf den Bedarf des Kindes. Was ist es, was das Kind braucht? Häufig kommen die Kinder oder Eltern ja zu uns, wenn irgendeine Herausforderung, irgendein Problem in der Schule da ist. Und natürlich, manchmal kommen die direkt mit der Hypothese, da ist ein besonders begabtes Kind. Ganz häufig aber eben auch nicht.
Und da ist die Expertise der Schulpsychologie ganz klar, genau hinzuschauen, das System Schule mit den Schülerinnen und Schülern in der Klasse, aber eben auch den Lehrkräften in Austausch zu gehen und sagen, welchen Bedarf hat denn das Kind, wo ist, fällt es denn vielleicht auf, positiv und negativ, und wo können wir entsprechend unterstützen, um diesem Kind in seiner persönlichen Begabung, in seinem individuellen auch Leistungsprofil noch Unterstützung in Schule zu geben und dann eben auch im nächsten Schritt zu sagen, okay, Schule hat alles erschöpft, was Schule an Möglichkeiten hat, dann ist es an der Zeit, externe Partnerinnen und Partner hinzuzuholen und die dann eben entsprechend zu vermitteln. Super, das war ein kleiner Einblick, aber ein sehr spannender. Ich danke Ihnen vielmals und wir sehen uns später noch. Ich würde jetzt den Spaziergang fortführen. Wir gehen jetzt zu einem ganz bekannten Aussteller und zwar zu Jugend forscht. Und ich würde sagen, wir gehen einmal hier lang. So, angekommen bei Jugend forscht steht jetzt Herr Stangl bei mir. Und Jugend forscht ist bestens bekannt und wirklich nicht mehr wegzudenken von der begabten Förderungsszene oder von der Talententwicklungsszene. Wie würden Sie denn Jugend forscht in einigen wenigen Sätzen beschreiben, für die, die es nicht kennen, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist? Ja, also seit beinahe 6 Jahrzehnten fördert unser Wettbewerb Jugend forscht unsere MINT-Talente bundesweit. In jährlich mehr als 100 Wettbewerben auf Regional-, Landes- und Bundesebene präsentieren unsere Teilnehmenden von der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren ihre selbstgewählten Projekte vor einer fachkundigen Jury und vor der Öffentlichkeit. Die Teilnahme ist möglich alleine in Zweier- oder auch in Dreiergruppen. Spannend, ja. Und was macht denn Jugend forscht so attraktiv für die Teilnehmenden? Was meinen Sie? Also zunächst mal ist es so, dass ein Projekt keine wissenschaftliche Spitzenleistung sein muss. Es muss nicht alles funktionieren, es muss das Rad nicht neu erfunden werden. Es ist so, dass eigentlich alles willkommen ist, wo Forschergeist drinsteckt, wo die Teilnehmenden Freude haben am Tüfteln, am Experimentieren. Und dann bieten unsere Wettbewerbstage einen wunderschönen Rahmen, wo die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen können und ja, mit Fachleuten kommunizieren, gegenseitig ihre Wettbewerbsstände besuchen. Das Ganze eingebettet in ein schönes Rahmenprogramm und natürlich auch mit der Möglichkeit, den einen oder anderen Preis zu gewinnen. Ja, klingt wirklich schön, auch sehr motivierend für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Jetzt hat sich Jugend forscht ja schon viel in den letzten Jahren verändert, wenn man die Geschichte ein bisschen verfolgt. Könnten Sie da noch mal einen kurzen Abriss geben, was jetzt vielleicht so neu ist? Ja, der Wettbewerb ist größer geworden, der Mädchenanteil hat zugenommen, die internationale Vernetzung spielt eine zunehmende Rolle. Also zum Teil können unsere Teilnehmenden nach der Bundesebene ihre Projekte dann auch in europäischem Rahmen präsentieren oder dürfen dann Preise bis hin zu einer Teilnahme an der Nobelpreisverleihung in Stockholm als Gast besuchen. Durch unsere Jungforschenden ist es natürlich so, dass wir sozusagen auch nach 6 Jahrzehnten noch jung bleiben. Also zunehmend spielen natürlich auch aktuelle Themen wie die Umweltproblematik oder KI eine große Rolle in den Projekten. Und es gilt aber heute wie damals, jeder, der eine Projektidee hat und die im MINT-Bereich präsentieren will, ist bei uns im Wettbewerb herzlich willkommen und wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Schön. Also diese Einladung möchte ich auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen und deren Kinder vielleicht zu Hause weitergeben. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser kurzes, aber sehr interessantes Gespräch. Und wir würden jetzt zu einem außerschulischen Lernort weiterspazieren, der auch sehr bekannt ist. Und ich freue mich schon auf den nächsten Gesprächspartner. Wiedersehen, bis später. Guten Tag, Herr Mühlheims. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Danke, gerne. Gut. Genau, also Herr Mühlheims wird uns heute einen Einblick in das Angebot der Experimenta geben. Und zwar in die Experimenta Heilbronn, eines der größten, eigentlich das größte deutsche Science Center. Welches verspricht die ganze Welt an einem Ort zu haben? Und da würde ich noch gerne erfahren, also was kann man denn erwarten, wenn man die Experimenta betritt? Also wenn ihr zu uns in die Experimenta nach Heilbronn kommt, dann erwarten euch eigentlich direkt 3 ganz große Welten. Zum einen haben wir unsere Entdeckerwelten, das ist eigentlich unsere große Ausstellung, das sind 5 Etagen plus ein Kellergeschoss mit Ausstellungsexponaten, unseren sogenannten Mitmachstationen, wo man sich einfach dran ausprobieren kann, wo man mal in die Naturwissenschaft und Technik reingehen kann, verschiedene Phänomene ausprobieren kann und bei denen man auch sogar auf Talentsuche gehen kann. Das heißt, man kann bei uns auch wirklich mal schauen, was sind denn eigentlich meine Stärken, wo
ich unterwegs bin, wo kann ich mich vielleicht noch stärker rein vertiefen. Das sind einmal unsere Entdeckerwelten, wir haben aber auch noch Erlebniswelten. Da sind zum Beispiel unser Science Dome und unsere Sternwarte drin oder unsere Experimentaltheater. Das heißt, da geht es darum, einfach was zu erleben, um Wissenschaft wirklich zu erleben. Das heißt, durch ein Teleskop gucken, eine Planetariumsshow angucken, vielleicht eine Bühnenshow sich anschauen, in der Elektrizität und Hochspannung entdeckt wird. Das kann man darin machen. Und der dritte Weltenbereich, das ist der, wo ich auch persönlich drin arbeite, das ist der sogenannte Forscherweltenbereich. Da haben wir Labore. Labore für Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel als Laborkurs vorbeikommen, die einfach in einem unserer 8 Laboren plus Experimentierküche plus Makerspace und Schülerforschungszentrum dabei sind, um an Projekten oder sowas zu arbeiten. Entweder im Klassenverband als gebuchter Laborkurs oder bei uns halt in individueller Betreuung, wenn wir jetzt im Makerspace oder im SFZ dann halt sind. Klingt super spannend. Da würde man, glaube ich, gleich am liebsten hinfahren. Vielleicht geht es den Zuschauern zu Hause auch genauso. Wir haben ja hier den Tag der Hochbegabung und deshalb vielleicht nochmal die Frage, weshalb ist die Experimenta gerade für hochbegabte Kinder oder Kinder, die besonders wissbegierig sind, so spannend? Warum sollten die genau dorthin fahren? Also wir können eigentlich für jede Altersklasse was bieten, vom Kindergartenbereich bis rauf zum Abitur, bis vielleicht noch erstes, zweites Semester, wo Schüler bei uns im SFZ sind. Die können wir eigentlich bei uns fördern, bei denen können wir Angebote wahrnehmen, wo wir auch einfach gucken können, wo können sie sich ausprobieren, was können sie machen in Projekten. Und diese Betreuung können wir ihnen eigentlich auch bieten. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Schüler haben, oder Schülerinnen, die ein Jugendforschprojekt machen, die kommen dann zu uns ins Schülerforschungszentrum, bekommen von mir oder meinen Kollegen und Kolleginnen eine Betreuung und können da wirklich ihre Möglichkeiten austesten. Sie können unsere Labore benutzen und können dann da wirklich reingehen und einen Wettbewerbsbeitrag auch machen. Klingt wirklich total spannend. Ich bedanke mich für das kurze und sehr aufschlussreiche Gespräch. Wünsche Ihnen hier heute noch viel Spaß beim Austausch und noch eine gute Zeit beim Tag der Hochbegabung. Dankeschön. Danke. So, wir kommen jetzt zu unserer letzten Station. Last but not least gehen wir jetzt zu einem Talentförderzentrum namens Bildung und Begabung. Und da erwarten uns gleich 2 Gesprächspartner. Kommt mit. Genau. Guten Tag. Genau. Wir sehen hier, die Herrschaften von Bildung und Begabung sind gut beschäftigt. So soll es auch sein beim Markt der Möglichkeiten. Ja. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir auch mit Ihnen ein kurzes Gespräch führen können. Hier mit mir ist Dr. Gabriele Unkelbach-Romussi und Florian Bender, der eben auch noch dazugekommen ist. Und genau, könnten Sie vielleicht für uns kurz und knapp, wir werden es schaffen, beschreiben, was das Talentförderzentrum Bildung und Begabung ist und was es für besonders hochbegabte Kinder und deren Eltern auch zu bieten hat. Ja. Das mache ich gerne. Sie haben es gerade gesagt, also wir sind sozusagen die Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Das kommt daher, dass wir gefördert werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Kultusministerkonferenz und selbst sind wir eine Tochtergesellschaft vom Stifterverband. Ja, unser Ziel, haben Sie gerade gesagt, unser Ziel ist es eigentlich, junge Menschen zu unterstützen, dass sie eben ihre Stärken finden und entfalten und zwar jetzt wirklich unabhängig von Herkunft oder Hintergrund. Und das versuchen wir auf verschiedenen Wegen zu machen. Einmal über individuelle Förderprogramme und da gehören bei uns die Akademien dazu, aber da sagt Florian ja was. Und da gehören unsere Wettbewerbe dazu. Und wir verorten bei uns 2 Wettbewerbe, den Bundeswettbewerb Mathematik, der richtet sich an Jugendliche der Klassen 6 und 13 und an Auszubildende. Und sie können mit 1 oder 2 Fremdsprachen im Team oder einzeln teilnehmen. Und was jetzt gerade auch hier sehr nachgefragt ist, sind unsere bundesweiten Mathematikwettbewerbe. Da haben wir einmal einen Bundeswettbewerb Mathematik für die Oberstufenschüler. Wir haben aber auch die Mathematik-Olympiade in Deutschland. Das ist deswegen interessant, weil die schon klein anfängt, nämlich bei der 3. Klasse. Und dann geht es ja auch bis zur 13. Aber unabhängig jetzt von diesen Wettbewerben, versuchen wir eben noch auf einem anderen Standbein zu arbeiten. Wir unterstützen die schulischen und außerschulischen Bildungspraktikerinnen und Bildungspraktiker, die Eltern, was ganz wichtig ist, und Schülerinnen und Schüler durch Informationsangebote. Und das machen wir mit einer Fachtagung, die alle 2 Jahre stattfindet. Das machen wir mit einem völlig neuen Fortbildungsbereich, den wir haben. Wir nennen das hybriden Lernraum. Da wollen wir reelle Praxistipps und Methoden weitergeben an die pädagogischen Fachkräfte.
Und ein wichtiges Standbein ist auch unser Begabungslotse. Das ist ein Informationsportal, in dem wir ebenfalls alle diese Zielgruppen informieren wollen rund um das Thema Talententwicklung. Und ganz wichtig ist da unsere Datenbank, wo Tausende, ich glaube, wir haben 4.300 Angebote und Anbieter zu finden sind. Jeder kann die thematisch, regional irgendwie durchsuchen. Und da finden Eltern, weil sie danach fragen, zum Beispiel Beratungsstellen mit und ohne Testdiagnostik. Und Jugendliche und Kinder finden eben andere Angebote wie Akademien oder Mentoringprogramme. Und ganz wichtig, und ich finde gerade auch hier für Baden-Württemberg, ist unser Länderspecial, weil da kumuliert nochmal das Wissen zur Begabungsförderung für das einzelne Land. Wir haben 16 Länder, die vertreten sind, so auch Baden-Württemberg. Und von daher laden wir alle herzlich ein, vielleicht mal einen Blick reinzuwerfen. Die Einladung würde ich auch direkt an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause weitergeben. Aber genau, erstmal danke für das Gespräch und die Infos von Ihrer Seite. Jetzt habe ich noch jemanden neben mir stehen, und zwar den Florian Bender. Auch herzlich willkommen an Sie nochmal. Herr Bender, Sie sind ja Referent im Bereich Akademien. Was hat es denn mit diesen Akademien auf sich und wie lassen sich diese einordnen in die Landschaft der Begabungsförderung? Genau, also unsere Akademien sind im Grunde genommen, wir haben heute schon viel darüber geredet, Förder- oder Enrichment-Programme außerschulisch. Die finden in den Ferien statt, sind bei uns zwischen 1 und 2,5 Wochen lang, und das Ziel ist dabei immer, die Jugendlichen ganz konkret in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Das machen wir sehr unterschiedlich. Wenn wir so unser größtes Programm uns angucken, die Deutsche Schülerakademie, die richtet sich an intellektuell besonders begabte und motivierte SchülerInnen, die dann wirklich 2,5 Wochen auf Hochschulniveau an Kursen arbeiten, von der Quantenphysik bis zur Moralphilosophie, sage ich mal salopp, und andere Angebote, die dann wirklich auch zum Ziel haben, dass die Jugendlichen überhaupt erstmal mit sich selbst und ihren eigenen Begabungen in Kontakt treten können. Unsere Talentakademie oder jetzt auch für Baden-Württemberg vielleicht ganz spannend, unser Projekt Games Talente, wo die Jugendlichen wirklich gemeinsam Computerspiele entwickeln. Und damit sind wir nächstes Jahr tatsächlich auch erstmalig in Baden-Württemberg zu Gast. Da freuen wir uns besonders drauf. Und genau, also ich habe gerade gesagt, man beschäftigt sich intensiv mit Kursen. Das ist aber nur die eine Hälfte oder eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir einen geschützten Rahmen bieten für die Jugendlichen, sich wirklich selbst auszuprobieren. Und das passiert zum Beispiel, indem sie Workshops anbieten zu Themen, in denen sie selber ExpertInnen sind und dabei ganz viel über sich selbst und ihre eigenen Grenzen lernen können. Also man kann unterm Strich sagen, geht darum, sich selber fachlich und sozial herauszufordern. Mhm. Und das bieten wir wirklich für ein breites Spektrum an Zielgruppen an. Deshalb lade ich Sie alle sehr herzlich ein, mal bei uns reinzugucken. Genau. Vielen herzlichen Dank. Auch, dass Sie die Infos so schön und komprimiert für uns in diesem Spaziergang nochmal vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen beide noch viel Spaß heute. Genau. Und bei uns wird es um 13.30 Uhr dann weitergehen mit dem Podiumsgespräch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen weiterhin gute Unterhaltung. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dranbleiben bei unserem Livestream beim Tag der Hochbegabung. Auf Wiedersehen.